Dieser Film erzählt eine Geschichte aus dem alten China. Aus einer Zeit, da sowohl das Gute als auch das Böse über außergewöhnliche Kräfte verfügte. Erstaunliche Fähigkeiten waren auch den Menschen jener sagenhaften Zeit zu eigen. Sie vermochten zu fliegen wie der Adler und ihre Sprünge erinnerten an die Gewandtheit der Raubkatzen. Willenskraft und Meditation eröffnen den Menschen von heute völlig neue Perspektiven. Freunde, unser Auftrag ist erfüllt. Aber erinnert euch daran, was man uns noch gesagt hat. Wir müssen die Leichen verschwinden lassen. Keine Spuren. Werft sie in den Graben. Warum war uns aufgetragen worden, Chang und seinen Vater zu töten? Für Fragen wirst du nicht bezahlt. Befehl ist Befehl. Pi-Yen will es so. Los, beeilt euch. Schafft das Gold auf den Wagen. Wird gemacht. Gesucht werden der Befehlshaber der Provinz Sichuan, Chang Chao, und dessen Sohn Chang Chu. Sie werden des Mordes und der widerrechtlichen Inbesitznahme des kaiserlichen Goldes beschuldigt. Exzellenz, man erwartet euch schon. Exzellenz. Ja, ja. Nehmt Platz. Ihr habt eure Rollen gut gespielt. Auf uns wird nicht einmal der Schatten eines Verdachtes fallen. Weil Kammers überlebt hat. Euer Wunsch war uns Befehl. Die Wahrheit ruht im Schoße des Todes. Auf ewig. Das Weitere habe ich inzwischen veranlasst. Der Raub wird Chang und seinem Vater angelastet. Man sucht sie bereits. Und diese beiden werden Sie bedauerlicherweise nirgendwo finden. Das erwarte ich auch. Auf euch, Exzellenz. Die Nachricht, dass der kaiserliche Transport angegriffen wurde, hat sich überaus schnell im Lande herumgesprochen. Und eine Untersuchung ist schon im Gange. Das ist nicht gut. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Wir teilen das Gold und ihr verschwindet. Ein Besucher wartet, Exzellenz, ein Abgesandter des Kaisers. Hm. Der Untersuchungsbeamte bittet um eine Unterredung, aber darauf waren wir gefasst. Seid willkommen. Es ist mir eine Ehre, so hohen Besuch in meinem Hause begrüßen zu dürfen. Tretet näher, Li Chu. Seid ihr durstig? Danke. Es ist mir nicht vergönnt, euer Gast zu sein. Es ist die Pflicht, die mich zu euch führt. Tretet ein. Aus der Art eurer Kleidung darf ich schließen, dass ihr in geheimer Mission zu mir gekommen seid. Hat es mit dem Überfall zu tun? Ganz recht. Es liegen uns zwar Beweise vor, Beweise, die wir eurer Exzellenz verdanken, dass Chang und sein Vater das Gold raubten. Aber dennoch hat man mich beauftragt, eine genaue Untersuchung vorzunehmen. Ah ja, und was kann ich für euch tun? Das ist recht schnell gesagt. In der Hauptstadt dieser Provinz lebt ein Mann namens Qin Hao Yan. Er ist sehr einflussreich und überdies der zukünftige Schwiegervater dieses Chang. Ihr meint also, dass... Und da ich unter keinen Umständen in Erscheinung treten darf, bitte ich euch um einen Gefallen. Lasst das Haus dieses Herrn von euren Leuten aufs Gründlichste durchsuchen. Hört ihr? Jemand begehrt Einlass. Sieh nach. Halt, warte! Wer kann es sein? Ich weiß nicht. Komm mit. Tragt ihn vorsichtig ins Haus. Ja, Herr. Kommt, helft mir. Bereitet ihm ein Lager. Ja, Herr. Chang, Chang, was ist geschehen? Was ist geschehen? Holt die Arznei. Sofort, Herr. Pi-Yen ist ein Verräter. Er hat Mörder gedungen, die den kaiserlichen Goldtransport überfallen haben. Sie haben auch meinen Vater getötet. Sie glauben, dass ich auch tot bin. Ihr dürft euch nicht aufregen, hört ihr? Man will Chang die Schuld an diesem Überfall zuschieben. Also, Pi-Yen will ich also ins Unglück stürzen. Vater, wir müssen ihn verstecken, schnell. Ihm wird nichts geschehen, verhaltet euch ruhig. Qinan! Qinan! Ja, Herr? Was führt euch zu mir? Ein gesuchter Verbrecher hält sich in der Stadt versteckt und ich habe den Auftrag, ihn zu finden. So, und was kann ich dafür euch tun? Ich habe den Befehl, euer Haus zu durchsuchen. An die Arbeit. Sheila, bring die Schüssel weg. Schnell. Ja, Herrin. Und wenn Sie ihn hier finden, geh da rein. Zurück. Hört, so geht das nicht. Das ist das Schlafzimmer meiner Tochter. Hey. Sie sind gegangen, Herrin. Ich habe es gesehen. Chang, Sie sind endlich weg. Shente, euch verdanke ich mein Leben, Vater. Steh auf, mein Sohn. Ich fürchte, dass er mit seinen Männern wiederkommen wird. Sie haben Verdacht geschöpft und ich möchte nicht, dass ihr Unannehmlichkeiten habt. Aber, Chang, ihr seid schwer verletzt, ihr müsst bleiben. Ich werde euch gesund pflegen. Chang. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie Pi-Yen und seine Leute dich und deinen Vater in den Schmutz ziehen und Mord und Lüge verbreiten. Wir werden Pi-Yen in seinem Hause überraschen und das kaiserliche Gold zurückerobern. Wir müssen ungesehen eindringen. Das werden wir, wenngleich es nicht einfach sein wird, denn Misstrauen bewacht sein Haus. Scheint alles ruhig zu sein, Exzellenz. Hier oben ist alles in Ordnung. Mhm. Da stimmt doch was nicht. Hol die anderen her. Ja. Alle hierher. Reiß sie ein. Wir müssen uns besser verteilen. Mhm. Hier sind wir. allen bösen Geistern, Sie haben mich bestohlen. Das kann nicht sein. Wie konnte das geschehen? Habt ihr gesehen, wer es war? Eins weiß ich bestimmt, der Überfall ist sorgfältig geplant worden. Geplant? Aber den Dieb traf ein vergifteter Pfeil. So zahlte er einen hohen Preis für das Gold. Der Sarg wird ein sicheres Versteck für das Gold sein. Shente. Vater, warum musstet ihr uns denn begleiten? Das werde ich dir sagen, weil mein Leben heute zu Ende ist. Morgen in aller Frühe wirst du dich mit Chang und deiner Schwester auf den Weg nach Sichuan machen. Dort wirst du das Gold dem Kriegsminister Chun Yao übergeben. Ich werde nicht zulassen, dass ihr sterbt. Kind, Trauer ist eine Art Selbstsucht, die nicht zu dir passt. Vater, was werden wir ohne euch tun? Helft mir. Beschütze deine Schwester und erfülle deinen Auftrag, Kind. Vater! Es ist allein euer Fehler. Ihr seht mich betroffen, Exzellenz, aber ich glaube, ich weiß, wo das Gold zu finden ist. Auf Shentes Wagen. So, so. Ihr wisst also, was ihr zu tun habt, ihr Versager. Ihr schafft mir das Mädchen und den Wagen herbei. Er braucht einen Arzt. Ja, aber das Wichtigste ist, dass wir die Stadt erreichen. Euer Vater, er hat sich für mich geopfert. Bitte verzeiht mir. Chang, macht euch keine Vorwürfe. Ihr dürft jetzt nicht reden. Denkt jetzt nur an eure Gesundheit. Ich habe eine Idee. Wir kleiden ihn wie einen Diener. Gut. Kommt. Los, lauft! Wir nehmen die Abkürzung zur Drachenstadt. begrüße euch. Tretet ein. Wir sind lange geritten. Bereite den Tee. Ich eile. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Schon gut. Xiong Fu? Ja, Herr? Bereite den hohen Gästen den Tee. Ja, Herr. Aber nimm vom Besten. Ich eile. Dame, mein Haus ist schöner und bequemer als jedes andere in der Stadt. Edle Reisende, hier gibt Reise in Hülle und Fülle. Ich habe neue Gäste, habe ich, kommt her! Beeilt euch doch endlich, nehmt das edle Gepäck der edlen Gäste von dem edlen Wagen. Ich bin gleich zurück. Ich bin Wahrsager, ich bin der beste Wahrsager des Reiches der Mitte. Hört mich an. Deine Stirn ist umwölkt, deine Augen trübe, du brauchst meine Hilfe. Nur ich kann dir Glück und Reichtum voraussagen. Hier führt der Weg ins Glück. Komm, es ist für alles gesorgt. Die feinsten Currys sind vorbereitet. Taufrische Walbennester, Haaren eurer. Bringt das Gepäck nach oben. Ja. Es gefällt mir hier. Ich hoffe, die Zimmer sind auch in Ordnung. Ihr bitte zufrieden sein. Wo soll ich denn? Ich habe zu tun. Jetzt mach, dass du wegkommst. Ja. Bitte sehr. Ich glaube, das ist ein recht guter Platz. Wie lange bleiben wir? Das wird sich herausstellen. Vielleicht reisen wir morgen schon. So, da sind wir. Wir brauchen aber zwei Zimmer, auch eins für den Diener. Sehr wohl. Fragt uns. Wenn du noch einmal behauptest, dass dieser Fraß hier besser ist als meiner... Ich habe dich zum Essen eingeladen, nicht zum Nörgeln. Außerdem, grab den nächsten Gang auf und bring noch Reiswein. Kannst du mir erklären, wo dein Geschmack geblieben ist? Vielleicht schmecken dir die Wachte. Ja, du hast ja recht, aber nun iss endlich. Halt den Mund und iss. Kannst du mir sagen, wie ich das anstellen soll? Dir zuliebe, nur dir zuliebe sitze ich hier. Merkt ihr das? Kann ich sonst noch was? Wir brauchen sie nicht mehr. Sehr wohl. Bitte bleib hier. Ich bin gleich wieder da. Ja, ist gut. Ich danke euch und hoffe, dass ihr euch bei uns wohlfühlen werdet. Das hoffe ich ebenfalls. Euer Diener. Pass doch auf. Hoher Herr, auf dem Wagen der Fremden ist ein Sarg. Was? Woher weißt du das? Ich hab's selbst gesehen. Was gibt's denn? Ich bitte euch, nehmt das Silber wieder zurück und besorgt euch irgendwo anders eine Unterkunft. Wieso? Das Geld ist doch echt, oder? Aber natürlich, nur die Gäste beschweren sich hier. Versteht der Sarg? Na und, was weiter? So abergläubisch hatte ich sie gar nicht eingeschätzt. Leute ihrer Art nehmen doch sonst von jedem jeden Pfennig. Aber ich... Jetzt sind die beiden Damen genau da, wo wir sie haben wollen. Pi-Yen wollte uns direkt in die Provinzhauptstadt schicken, aber wir waren eben klüger. Unsere Falle ist zugeschnappt, Leute. Richtig, und weil es unsere Falle ist, wird es auch unsere Beute sein. Einverstanden? Einverstanden? Einverstanden. Einverstanden. Das heißt, ab heute arbeiten wir nur noch für uns. Ihre Angst vor Göttern ist lächerlich. Vertrauen Sie dem Rat eines weisen Mannes und lassen Sie den Damen ihr Zimmer. Dämonen gibt es nur in uns selbst. Glauben Sie wirklich, dass Ihnen von ihr Böses widerfahren könnte? Nein, ihr habt mich überzeugt. Ich war vorschnell. Streit ist etwas Unwürdiges. Das Wort eines starken Mannes. Reisende, meine Freunde, sollten einander immer und überall beistehen. Was kann ich für euch tun, Herr? Ich brauche ein Zimmer. Ich bedauere zutiefst, eurem Wunsche nicht entsprechen zu können, o Herr. Ja. Aber vielleicht können Sie sagen, ob hier heute ein Wagen angekommen ist. Ein Wagen? Sie wissen, wovon ich spreche, doch ich will Sie nicht zum Lügen zwingen. Empfehlen Sie mir einen anderen Gasthof. Gerne, Herr. Ein paar Häuser weiter. Ihr werdet zufrieden sein, Herr. Es war mir eine Ehre. Willkommen, hoher Herr. Willkommen, Herr. Willkommen in meinem Haus. Ich danke Ihnen. Aber zuerst habe ich eine Frage. Haben Sie heute eine junge Dame gesehen, die einen Wagen fuhr? Oh ja, ich erinnere mich, Herr. Aber sie ist im anderen Gasthof abgestiegen. Ach so. Bereiten Sie mein Zimmer vor. Ihr seht mich erfreut, Herr. Tretet ein. Die Pferde kümmern, die werden doch ganz nass. Los, fass an. Mach die Klappe zu. Klappe zu. Wir haben noch mehr zu tun und komm schon. Nicht wieder am Stehen einschläfst. Ja. Wir müssen heute Nacht sehr vorsichtig sein. Lass uns zu Chang gehen. Mir ist das alles unheimlich. Wisst ihr, ich mache mir große Sorgen um euch beide. Macht euch keine Gedanken. Das Wichtigste für uns da ist eure Gesundheit. Denn ich glaube, wir sind hier in Gefahr. Wir müssen sehen, dass wir von hier wegkommen. Habt ihr das Wald gefunden? Noch nicht. Wir müssen weitersuchen. Na los, geht in den Hof und durchsucht den Wagen. Machen wir. Wang, hilf mir! Oh, au! Ihr seid zu schwer verwundet. Die Männer werden euch töten. Ich wäre eurer Schwester nicht würdig, wenn ich sie jetzt allein ließe. Bitte, Chang, nehmt euch in Acht. Hey, die Gäste aus dem Eckzimmer sind verschwunden. Haben die überhaupt bezahlt? Nein. Hey. Herr, Ping Wawau, sag mir, die Gäste haben nicht bezahlt. Na, dann sieh doch mal nach, ob die Pferde noch da sind. Ja. Ich glaube, es ist was Hässliches geschehen. Im Hof liegt Ming Yang und rührt sich nicht mehr. Ich glaube, er sieht aus wie tot. Ja, ihr habt richtig gehört. Ming Yang liegt draußen im Hof wie tot. Das könnt euch so passen. Bleibt bei der Arbeit. Hörst du? Das wusste ich. Ein Sarg im Haus bringt Unglück. Ich hab mir gesagt, ich muss schon sagen, das ist scheiße. Mein armer Ming Yang, mein Freund. Er war der Einzige, der mich nicht verspottet hat. Bitte, darf ich etwas sagen? Ich möchte, dass Sie alle ruhig bleiben. Steh auf. Diese Heulerei hat doch keinen Sinn. Du machst mir nur die Gäste noch unruhiger. Was kann ich dafür? Ich bin jetzt traurig. Was kümmern mich da eure neugierigen Gäste? Was? Ich werde dich Respekt vor den Gästen lehren. Darüber sprechen wir noch. Marsch in die Küche. An Wang? Ja, Herrin. Wer ruft dich? An Wang, bereite bitte meinen Wagen und meine Pferde vor. Sofort, Herrin. Wirt, ich möchte die Rechnung haben. Gern, ich werde es veranlassen. Ist das nicht fürchterlich? Siehst du? Das kommt davon. Komm weg hier. Komm schnell, im Gasthof ist ein Mord passiert. Komm mit, komm bitte. Komm schnell. Ein Reißbein, aber schnell. Hat heute Morgen schon jemand den Gasthof verlassen? Ja, Euer Ehren. 4 Männer haben heute Morgen mein Haus verlassen, ohne zu zahlen. Mhm. Wem gehört der Wagen? Er gehört 2 Damen, die sich gestern Nachmittag hier eingemietet haben. Mhm. Und wo sind sie jetzt? Vielleicht in der Halle. Keiner verlässt das Haus. Sämtliche Personen müssen sich zu meiner Verfügung halten. Ja, beeilt euch. Sagt den Gästen Bescheid, dass der Herr Offizier Sie sprechen will. Jai, ich fürchte, Sie werden raufkommen. Und was machen wir dann mit Chang? Wir müssen versuchen, ihn zu verstecken. Ja. Was wünschen Sie von uns, mein Herr? Wir müssen zu. Sagen Sie, was soll das? Was sucht der Mann hier? Ja, wisst ihr... Ich hörte, ein Verwundeter soll hier sein. Wo ist er? Ja, wisst ihr... Ah ja, natürlich. Ich werde euch hinführen. Hm. Hören Sie! Bitte sehr. Was wollen Sie da? Würden Sie mir sagen, was das soll? Ich darf euch keine Auskunft geben. Nur so viel will ich euch verraten. Ein Goldtransport ist überfallen worden. Und wir vermuten, dass der Mord hier mit diesem Verbrechen in Verbindung steht. Mein kranker Diener ist in diesem Zimmer einquartiert worden. Er wird für Sie wohl nicht in Frage kommen. Nehmen wir an, es verhält sich so, wie ihr behauptet. Was habt ihr dann zu verbergen? Aufbrechen! Der ist wohl schwerhörig, der kranke Diener. Er schläft. Euer Diener ist schwer krank. Einen Augenblick bitte. Ich habe ihm eine Medizin gegeben, damit er tief und ruhig schläft. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Ich bat Sie doch, Rücksicht zu nehmen. Das ist doch... Einen Schwerverbrecher zu verstecken, wird streng bestraft. Das dürfte wohl bekannt sein. Möglicherweise begegnen Sie dem Gesuchten irgendwo. Dann lassen Sie es uns bitte wissen. Tja, so leid es uns tut, üblicherweise verkehren wir nicht in diesen Kreisen. An Wang, hast du nicht gestern den kranken Diener auf sein Zimmer geleitet? Ja, also tat ich. Sehr gut, dann geh jetzt hinein und sag uns, wer der Mann ist, der auf dem Bett liegt. Aber... An Wang, du weißt, was dir geschieht, wenn du lügst. Oh. Na, wirst du wohl endlich sprechen? Nun sprich. Hast du ihn gesehen? So genau, so genau. Hm? Du sollst dem Offizier die Wahrheit sagen. Aber Doch, das ist der Mann von gestern, oder? Hm. Das wäre es wohl. Oder haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, die Ihnen vielleicht dienlich wäre. Ich habe heute Morgen vier wenig vertrauenerweckende Gestalten das Haus verlassen. Das ist richtig, aber sonst verkehren solche Leute nicht bei uns. Na, wenn das keine Spur für Sie ist. Komm, du Idiot. Ja. Na ja, dann. Aber das ist doch... Ja, Brecht, das ist der Polizeioffizier. Der Polizeioffizier? Ich... Chao Yang. Chang! Wir hatten wirklich großes Glück. Und alles verdanken wir diesen Trauben hier. Und meinem Schüler. Es war sein Einfall. Wir danken euch. Wir sind euch zu großem Dank verpflichtet, edler Meister. Ich bin verwirrt. Verwirrt? Ja, jetzt glaube ich doch wieder, dass es nicht war. Mein Auge kann sich irren. Aber er sah wirklich scheußlich aus. Scheußlich? Er hatte überall Blut im Gesicht, wisst ihr? Aber das ist ja nicht mein Gesicht. Belästige den Gast nicht mit einem dummen Geschwätz. Los an die Arbeit, vorwärts! Seid vorsichtig. Wartet. Seht ihr den Mann da unten? Ich glaube, dass er es auf euch abgesehen hat. Ich werde ihn ablenken. Seht zu, dass ihr wegkommt. Darf ich euch was fragen? Aber gern. Was kann ich für euch tun? Ihr seid Arzt. Ihr seid hier dringend zu einem Kranken gerufen worden. Ja. Doch über die geheimnisvolle Ursache seiner Beschwerden will ich hier nicht reden. Versteht ihr? Hey Wirt, ist unser Wagen bereit? Ja, Herrin, es ist... Bringen Sie die Rechnung. Sofort, Herrin. Eine Kastanie, frisch geröstete Kastanie. Wenn ich euch bitten darf. Ich grüße euch, ihr edlen Herren, hier entlang. Ich werde es fahren lassen. Lunfa, der Herr wünscht. Bring uns bitte einen guten Wein. Ja, Herr. Seht es euch gut an. Lest es bitte sorgfältig. Verzeiht, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich danke euch. Nehmen wir doch wieder Platz. Ihr wollt jetzt sicher wissen, welche Krankheit es ist. Auch davon wird noch zu sprechen sein. Auf euch. Eine Frage. Ich weiß, dass es euch eigenartig erscheinen mag, aber ich muss wissen, wer euer Patient war. Und ich muss wissen, wer ihr seid, bevor ich Auskunft gebe. Ich bin kaiserlicher Sicherheitsbeauftragter. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Aber gerade ein Mann eures Standes sollte sehr genau abwägen, bevor er einen Menschen eines Verbrechens beschuldigt. Noch sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen. Habt Dank für euren Rat. Hey Wirt. Sagt mir, ist der Kranke noch in seinem Zimmer? Nein, Herr, sie sind alle abgereist. Also. Na schön. Und jetzt sehen wir mal nach, was sich hier sonst noch alles tut. Oh, recht hat er. Los! Schneller! Ja! Ich weiß nicht, ich habe so ein merkwürdiges Gefühl. Diese Gegend hier scheint mir nicht ganz geheuer zu sein. Ich glaube, wir werden beobachtet. Das fürchte ich auch. Irgendwo verstecken sie sich. Ist das dort oben nicht ein Tempel? Dort werden wir rasten. Ja. Ey! Macht euch bereit! Sie kommen! Erhabener Qin Yan, euer Wort hat sich erfüllt. Du findest uns gut vorbereitet. Wir werden den Kampf wagen. Unsere Schwerter sind dein. Beeilt euch! Auf eure Plätze! Wartet bitte hier, Shente. Stimmt doch was nicht. Bleib im Wagen versteckt, ich bin gleich wieder da. Bitte gib Acht auf dich. Verschwindet sie mit mir. Nein, nein, nein. Wir müssen dort unten nachsehen. Gut. Das ist ein Schwein. Erhabener Qin Yan, wir brauchen Hilfe. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Oh nein, ich werde euch nichts tun. Ich will euch helfen. Habt Vertrauen zu mir. Halt! In Sicherheit. Flieht mit eurem Wagen, ich versuche sie aufzuhalten. Los, redet. Die Beute wurde uns von diesem Hund wieder abgejagt. Aber wir werden sie wiederfinden. Ich werde ihn vierteilen. Ich werde seine Gedärme aus dem Leib herausreißen und sein Herz den heutigen Hunden vorwerfen. Wer den Mund zu voll nimmt, dem wird der Arm bald lahm werden. Pai Piao. Ja. Pivon. Ja. Zeigt mir, dass ihr mehr könnt als nur reden. Auf die Pferde! Es gibt ein altes Sprichwort, das da sagt, nur wer sich selbst entehrt, ist wertlos vor den Geistern. Ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll. Euren Mut oder die Liebe, die ihr... Ihr wart so tapfer. Meine Liebe zu euch ist der Quell meiner Tapferkeit. Bitte. Begebt euch nie mehr in Gefahr. Seid bedankt, edler Herr. Ihr habt uns das Leben gerettet und der gerechten Sache einen großen Dienst erwiesen. Mehr zu sagen ist uns leider nicht vergönnt. Ich bin misstrauisch. Es war leichtsinnig von euch, diesen Mann so einfach ins Vertrauen zu ziehen. So wie dieser Mann gekämpft hat, erwarte ich von ihm nichts Böses. Shente? Er hat mich befreit. Er ist gut. Hab auch du Vertrauen. Lass uns weiterfahren. Chang Chu, ihr solltet euch ergeben. Es hat keinen Sinn zu fliehen. Was werft ihr mir eigentlich vor? Ich bin mir keines Verbrechens bewusst. Was wollt ihr also? Euch in Haft nehmen. Die Polizei beschuldigt euch des Raubmordes. Wenn ihr glaubt, unschuldig zu sein, wieso habt ihr euch nicht gestellt? Was ich brauche, ist nur noch ein bisschen Zeit und die Wahrheit offenbart sich. Auch euch. Gebt mir die Möglichkeit, meinen Auftrag zu erfüllen. Dann könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Vergesst nicht, auch ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Selbst wenn ich euch vertraute, ich muss zuerst meiner Pflicht nachkommen. Und da ihr vorgebt, unschuldig zu sein, behindert nicht den geraden Lauf der Dinge. Was wisst ihr denn? Was wisst ihr denn vom Lauf der Dinge? Ich halte mich an meinen Auftrag. Mehr könnt ihr nicht verlangen. Ich weiß, ihr glaubt mir nicht. Das müsst ihr auch. Doch bedenkt, die Wahrheit wird nicht auf dem Markt gehandelt. Mit Wahrheitsfindung habe ich nichts zu schaffen. Es ist die Sache unserer kaiserlichen Gerichte. Sie sprechen euer Urteil. Chang Chu, ihr seid festgenommen. Ich muss euch in die Hauptstadt bringen, wo ihr den Beweis für eure Worte führen könnt. Nehmt Abschied voneinander. Den edlen Damen darf ich sagen, dass Chang Chus Verletzung auch in der Hauptstadt gute Pflege angedeihen wird. Shente, es geht doch nicht an, dass nur wir beide... Er will mit Chang allein zur Hauptstadt reiten. Die Ebene, die ihr allein durchqueren müsst, ist voll Gefahren. Bedeutet das, dass ihr uns wirklich allein lasst? Ich muss. Wir haben keine andere Wahl. Nur so kann ich den Verdacht entkräften. Wenn wir zusammen versuchen zu entfliehen? Hört mir zu. Dieser Mann ist ein Ehrenmann. Ich muss ihm folgen, um mich reinzuwaschen. Ihr werdet die Aufgabe erfüllen müssen, die euer Vater uns gestellt hat. Glaubt mir, um keinen Preis der Welt würde ich euch allein lassen. Und wenn ich kämpfen müsste. Seid ihr bereit? Es ist ein weiter Weg in die Hauptstadt. Ich gab euch Zeit zum Abschied nehmen. Also kommt. Zwingt mich nicht erst, euch festzunehmen. Diese Schande will ich euch ersparen. Ich bitte euch, ihr dürft doch nicht mit ansehen, dass wir beiden Frauen die gefährliche Reise allein fortsetzen. Wie könntet ihr das verantworten? Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Doch ich bin nur für die Auslieferung des Gesuchten verantwortlich zu machen. Kommt herunter. Wir können es uns nicht erlauben, so viel Zeit zu versäumen. Was ihr jetzt tut, entspricht ganz und gar nicht euren Unschuldsbeteuerungen. Chang, ihr verschlimmert nur alles. Chang. Denkt an unsere Aufgabe. Wenn es euch gelingt, mich zu besiegen, so folge ich euch. Wir können den Kampf vermeiden, wenn ihr mir folgt. Siehst du, was ich sehe? Da kämpft ein Kaiserlicher. Sieht so aus. Was der tut, brauchen wir nicht mehr zu tun. Die werden sich gegenseitig totschlagen. Versucht, an den Wagen zu kommen. Hört auf! Spart eure Kräfte! Umzingelt sie! Shente! Wagen zurückzuholen. sie für mich an. Sie gehört mir. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Darüber werden wir noch zu reden haben. Im Augenblick gibt es Wichtigeres zu tun. Wie meint ihr das? Darüber können wir reden, wenn wir beide überlebt haben. Bringt den Wagen weg. Hier? Was bedeutet die Maskerade? Ihr seht aus wie ein Spitzel aus der Provinzhauptstadt. Kämpft oder gebt euch zu erkennen! Na los! Wir stehen nach wie vor in eurer Schuld. Doch auch der Zeitpunkt scheint gekommen, da ihr wissen müsstet, dass wir denselben Mann Verzeiht, zum Feinde haben. Der wahre Wert enthüllt sich nicht im ersten Hinsehen. Wir haben sein Misstrauen beseitigt. Jetzt soll er alles wissen. Chang! Chang! Es war alles umsonst! Er hat recht gehabt, seht ihr? Ja, Chang Chu und ihr, edle Damen, seid herzlich willkommen bei uns. Aber wer seid ihr? Wir sind die Vertreter der einzelnen Dörfer der Provinz Sichuan, müsst ihr wissen. Wir sind euch zu größtem Dank verpflichtet, denn ihr habt furchtlos euer Leben aufs Spiel gesetzt, um euren schweren Auftrag zu erfüllen. Chao Yang hat uns ausgesandt, um euch zu begrüßen und euch den Rest des Weges zu erleichtern. Chao Yang? Wer ist das? Er ist der Minister der kaiserlichen Finanzen. Ihr habt seine Bekanntschaft schon gemacht. Erinnert ihr euch an den Gasthof in der Drachenstadt? Chao Yang war es, der euren Gatten ärztliche Hilfe angetan hat. Oh, Chang! Ja, er hat euch vertraut mit dem Wissen um eure Zuverlässigkeit. Chao Yang hat mir persönlich aufgetragen, euch dies zu übergeben. Sehr verehrter Herr Chang Chu, liebenswerte Schwestern Shente, wir wussten, wie gefährlich der Auftrag war, den ihr dankenswerterweise übernommen habt. Auch wenn es jetzt so scheinen mag, eure Reise nach Sichuan war nicht ohne Sinn. Zwar habe ich das Gold aus eurem Wagen entfernen lassen, verzeiht mir den Eingriff, aber diese Täuschung erwies sich als notwendig. Nur so konnte das kaiserliche Gold unbehelligt an seinen Bestimmungsort gelangen. Wenn ihr diese Zeilen in den Händen haltet, weiß ich, dass ihr bald meine Gäste sein werdet. Der Minister für Verwaltung der Finanzen des Reiches ist Chao Yang. Seid bedankt, edle Herrschaften. Verehrter Herr Li Chu, seit unserem letzten Zusammentreffen im Gasthof habt ihr den Wagen verfolgt. Ich wünsche es euch von Herzen, dass ihr einen Freund gewonnen habt, wenngleich ihr zuweilen wenig Verständnis für seinen Auftrag gehabt haben mögt. Es mag mit meine Schuld sein, aber wir alle haben Chang Chu und seinen Vater zu Unrecht verdächtigt. Danke. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden. Ich habe mich entschlossen, euch zu folgen, weil ich möchte, dass meine Ehre offiziell wiederhergestellt wird. Die habt ihr bereits wiedergewonnen, Chang. Mit meiner Aussage und diesem Schreiben hier, dass General Pi-Yen des Verrats überführt, seid ihr entlastet. Ihr seid frei. Lebt wohl. Ihr werdet erschöpft sein von der langen Reise. Kommt, seid unsere Gäste. Sieht mal, wenn die von uns Diese Stunde habe ich gewartet. Jetzt habe ich euch in der Falle. Dies ist der Augenblick meiner Rache. Und niemand wird mir entkommen. Verräter! Die Stunde ist gekommen, da ihr das Leben meines Vaters und was ihr ihm angetan mit dem euren bezahlt. Mein Vater starb an vergifteten Pfeilen. Und eure Krieger waren es, die sie auf ihre Bogen spannten. So, meine Krieger waren es. Soll ich euch etwas sagen? Ihr kommt hier nicht weg, dafür werde ich sorgen. Ihr wisst doch, ihr werdet im ganzen Lande gesucht wegen gemeinen Raubes. Ob ich euch hinrichte oder der Henker, spielt keine Rolle. Ihr wisst noch nicht, dass hier vor euch schon euer Henker steht. Eines sollt ihr wissen. Li Chu ist bereits unterwegs in die Stadt, um euch anzuklagen. Es war unklug von euch, sich mit Straßenräubern zu verbünden. Bedient euch, Freunde des Chang. Achtung! Er scheint unverwundbar. So, nun reicht es. Das Vorspiel ist zu Ende. Ich glaube, seine Beine sind nicht geschützt. Also los! Ist das ein Klingenbrecher? Versuchen, ihn in den Wald zu locken. Gut. Ja, wirklich, ihr seid zäher, als ich dachte. Li Chu, du Hundesohn. Ich werde ihn bestatten. Bitte geht jetzt.